Diese Sprechstunde am Elbland-Klinikum Radebeul ist einem ganz besonderen Symptomkomplex gewidmet, dem diabetischen Fußsyndrom. Neben anderen Schädigungen, die der Diabetes zum Beispiel am Auge oder an den Nieren verursacht, ist der diabetische Fuß eine häufige Folge jahrelanger zu hoher Blutzuckerwerte, die noch zu oft eine Amputation nach sich zieht. Es kommt dabei zu Veränderungen an Gewebe, an Knochen, an Nerven und an den Gefäßen. Meistens ist es so, dass das auch noch kombiniert ist mit einer anderen Erkrankung der peripheren Durchblutungsstörung, der sogenannten PAVK, bekannt im Volksmund unter der Schaufensterkrankheit. Da kommt es zusätzlich zur Verkalkung der Gefäße, die zu einer Minderdurchblutung in dem Bereich des Fußes führen können. Und infolge dieser diabetischen, also dieser Blutzuckerkrankheit, kommt es dann entsprechend dazu, dass die Nerven unten ausfallen oder entsprechende Verletzungen schlechter wahrnehmen. Und durch diese kleinen Bagatellverletzungen, die andere wahrnehmen würden, kommt es dann zu Eintritt von Bakterien in diesem Bereich und hierüber zu Infektionen, die erst sehr spät dann vom Diabetiker wahrgenommen werden. Und wenn diese Infektionen in den Vorfuß hineindringen, kommt es dann durch die schlechte Durchblutung in diesem Bereich unter Umständen unbehandelt zu großen Defekten, zu Blutvergiftung im schlimmsten Fall, die auch bis zum Tod führen kann. In die diabetische Fußsprechstunde kommen die Patienten oft mit Wunden, die nicht mehr von selbst heilen. Also es ist so, dass wenn ein Patient mit einer entsprechenden Läsion am Fuß kommt, in erster Linie die Diagnostik auch steht, wie kommt es also dazu? Ist es eine rein neuropathische, also eine rein nervlich bedingte Schädigung des Fußes durch den Diabetes oder spielt die Durchblutungsstörung dort eine vordergründige Rolle? Es kommt zuerst zur Ruhigstellung der Extremität, das heißt also, der Fuß wird entsprechend hochgelagert, ruhiggestellt. Es erfolgt eine Behandlung des Infektes durch Gabe eines Antibiotikums. Und es erfolgt eine entsprechende Wundreinigung, je nach Wundstadium, mit einem Debridement. Wenn das dann geschehen ist, passiert zeitgleich entsprechende Diagnostik mit Ultraschall, mit Mikrofilamenttest. Das ist ein Test, wo man die Nerven dort testen kann, ob dort entsprechend eine Nervenschädigung schon vorliegt. Wenn eine Durchblutungsstörung noch entscheidend bei dem Patienten vorliegt, eine Angiografie eingeleitet, das ist eine Untersuchung der Gefäße mit Kontrastmittel. Und es wird dann dort, wenn Engstellen sind, ein Revaskularisierungsversuch vorgenommen, in dem entsprechend die Unterschenkelarterien wieder aufgeweitet werden mit einem Ballon, damit die wieder durchgängig sind für die Durchblutung. Nachfolgend ist dann entscheidend, wie sich der Fuß im Ganzen entwickelt. Also wenn der Infekt zurückgedrängt ist, muss untersucht werden, inwieweit Knochen in Mitleidenschaft gezogen sind. Wenn es dort schon zu Brüchen in dem Bereich gekommen ist oder zu Auflösungserscheinungen, sogenannten Osteolysen und Entzündungen im Knochen nachgewiesen ist, muss man schauen, dass man die minimal reseziert. Also es kann dann zu sogenannten Minoamputationen kommen von einzelnen Zehen oder Knochensegmenten. Das Ziel ist aber immer dort eine Major-Amputation, also eine Amputation im Unterschenkel oder Oberschenkel zu vermeiden. Gerade Patienten mit Wunden werden engmaschig behandelt. Niedergelassene Diabetesärzte und Wundschwestern arbeiten eng mit der Fußsprechstunde zusammen, die wiederum durch unterschiedliche Fachbereiche genau auf die Besonderheiten des diabetischen Fußsyndroms eingestellt ist. Merken Sie was, wenn ich da was mache? Ja. Unerlässlich ist die Mitarbeit eines speziell ausgebildeten orthopädischen Schuhtechnikers. In so einem Schuh muss natürlich, wenn gerade Fußteilverletzungen sind oder Amputationen vorliegen, muss natürlich eine sehr, sehr, sehr akkurate Lastverteilung erfolgen, dass keine Druckstellen plantar oder dorsal vom Schuh sozusagen ausgelöst werden und wir eine Mobilität einfach erhalten, ohne dass wir den Fuß dadurch gefährden. Ja. Und man sieht das jetzt hier, es ist eine diabetesadaptierte Fußbettung mit einer sehr, sehr ausgeprägten Fußplastik auch, dass man kann Druck nicht wegzaubern, der muss auch irgendwo wieder gehalten werden. Und hier ist es halt wirklich so, dass die Lastauflage halt wirklich im Fersenbereich ist, dass hier aktuell eben auch der Stumpf völlig entlastet ist.
weil die Haut so empfindlich ist. Und man sieht jetzt hier auch verschiedene Polstermaterialien, die in so einem Sandwich-Verfahren übereinander sind, die eben Druck aufnehmen, nicht nur wie so ein Polster gleich auch zurück, sondern dass eben auch Lastaufnahme erreicht wird und der Fuß nicht gefährdet wird. Und jetzt wird es bloß nochmal aktuell kontrolliert und dann ziehe ich dem Patienten den Schuh wieder an. Es ist eine komplexe Behandlung, so wie auch dieses Fußsyndrom ein komplexes Krankheitsbild darstellt. Es ist wichtig, dass hier viele Rädchen ineinander greifen. Unsere Fußstunde ist auch wie die der anderen Kollegen, die das professionell betreiben, so ausgestattet, dass wir eine Wundschwester mit in der entsprechenden Fußsprechstunde haben. Wir haben dann einen orthopädischen Schuhtechniker, der uns entsprechend unterstützt, der die Hilfs- und Heilmittel kontrolliert oder entsprechend anpasst an den Patienten. Zusätzlich sind wir ausgestattet mit der entsprechenden Diagnostik, also Ultraschall und den Möglichkeiten der Fußuntersuchung. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass hier mehrere Fachbereiche auch ineinander greifen. Das heißt also auch die Angiologie bei uns, geleitet durch Herrn Schäferz-Fuß, der hier mit den revaskularisierenden Techniken minimalinvasiv eingreift und dort entsprechend hilft, den Fuß zu erhalten in der Durchblutung. Aber auch Schäferz-Pürz, der entsprechend tätig wird, wenn es um osteosynthetische Verfahren geht, wo man entsprechend das Fußskelett im Knochen anfängt zu stabilisieren. Also schwere diabetische Füße, die im Knochenskelett aufgehoben sind, werden dann entsprechend dort stabilisiert und man kann dadurch in Zusammenarbeit die Majoramputation meistens verhindern. Die diabetische Fußsprechstunde ist eines von vielen Elementen des Leistungsspektrums der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Elbland-Klinikum Radebeul. Auch in einem weiteren Feld, der Krampfadernbehandlung, gibt es Neuigkeiten. Ja, wir sind also wie bisher schon lange in der operativen Therapie der Krampfadern unterwegs. Seit mehreren Jahren sind die endovenösen Verfahren immer mehr in den Vordergrund gerückt. Dementsprechend wurde auch die Leitlinie dieses Jahr geändert. Die endovenösen Verfahren wurden hier in die First-Line-Therapie mit aufgenommen. Das heißt, sie sind gleichberechtigt zur Operation zu sehen, aufgrund der Ergebnisse, die sie in vielen Studien gebracht haben. Wir bieten entsprechend auch die endovenöse Therapie an bei ausgesuchten Patienten. Es funktioniert nicht bei jedem, muss man von vornherein sagen. Also man muss Patienten individuell entscheiden, ob es dort funktioniert oder nicht. Bei geraden Verläufen oder leicht gewinkelten Verläufen der oberflächlichen Venen, die insuffizient sind, ist das ein Verfahren, was sehr gut funktioniert. Zum kurzen Prozedere, das nennt sich Clerivene. Das System ist ein Kathetersystem, wo entsprechend über eine kleine Schleuse, die in die Vene eingebracht wird, dieser Katheter vorgeschoben wird bis an die sogenannte Crosse. Das ist also die Mündung, wo die oberflächliche Vene in die Tiefenvene mündet. Und ab diesem Punkt, wo die Vene insuffizient ist, wird entsprechend mit diesem System, was ein System zur Sklerosierung in Kombination mit einer Mechanik darstellt, über einen kleinen Schlegel wird sozusagen die Venenwand entsprechend behandelt, indem der Schlegel gegen die innere Ausschichtung der Vene schlägt, die auch verletzt die Intima, dazu eine kleine Entzündungsreaktion hervorruft, die gewollt ist, und gleichzeitig wird entsprechend das Klerosierungsmittel in die Vene hinein appliziert, die zur Verklebung der Vene führt und der Rückzug dieses Katheters bis zum tiefsten Punkt. Entgegen landläufiger Meinungen sind Krampfadern keineswegs nur ein kosmetisches Problem. Es gibt natürlich auch einen medizinischen Hintergrund dazu. Aufgrund dieser Venenklappenschädigung kommt es zum Rückstau, zum venösen Rückstau, vor allen Dingen in den Unterschenkeln beidseits. Und dadurch kommt es zur Druckschädigung der Haut. Und das kann natürlich über die Jahre dazu führen, dass dort entsprechende Hautschäden auftreten, sogenannte Ulzera, die dann schwierig in der Behandlung sind und sehr langwierige Therapien benötigen. Um das zu verhindern, sollte man dann entsprechend diese defekten Venen entfernen. Es gibt ein tiefes Venensystem, was dann die Aufgabe dieser oberflächlichen Venen übernimmt. Bei der Anwendung von Clarivane wird die Haut nur an einer Stelle minimal punktiert.
Schon nach wenigen Tagen ist vom Eingriff nichts mehr zu sehen. Die behandelten Krampfadern baut der Körper nach und nach ab.